Einen wunderschönen guten Morgen. Nachdem wir Universal Control und Sidecar durchgearbeitet haben, zwei Features, um vom Mac aus das iPad zu bedienen, stecke ich in dieser Woche das Studio Display direkt ans iPad. Zwar reichte uns der Stage Manager für externe Displays schon im iPadOS 16 Zyklus so richtig stabil und so richtig vernünftig zu benutzen, wird sie doch erst jetzt mit iPadOS 17.